Hallo, hier kleinen Zecke da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Uranium. Moin Meisters und moin Meisterinnen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Uranium und yo, ne? Heute geht es wieder um ein tolles Thema. Was heißt um ein tolles Thema? Oh lol, ich habe den Ton abgedreht. Tolles Thema ist ja subjektiv. Ja. Es geht halt vor allem darum, dass wir jetzt FFP2-Masken tragen müssen. Leute, was haltet ihr davon? Schreibt erstmal in die Kommentare. Aber jetzt sofort. Keine Ausnahme. ich finde es ja teilweise gar nicht so viel anstrengender. Es gibt jetzt verschiedene Modelle, Hersteller und so weiter. Also schwierig zu sagen, weil du kannst ja nicht alle vergleichen. Aber was ich sagen möchte, generell, die Umstellung darauf finde ich schon fragwürdig. Ja, alle Menschen so, waren dann die anderen Masken komplett für den Arsch oder was? Ja, nein, teilweise schon, teilweise nein. Aber ich meine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich von dieser Umstellung halten soll. Und ihr könnt mir natürlich wirklich in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also vielleicht habt ihr da schon mehr Erfahrung gemacht als ich. Oder euch besser informiert. Vielleicht seid ihr Virologen, vielleicht seid ihr studierte Mediziner oder keine Ahnung was. Kennt euch da voll gut aus. Ich kenne mich natürlich nicht aus. Ich bin irgendwie so ein Volltrottel aus so einem kleinen Ort. Und ja, ich persönlich kann sagen, FFP2, ja, keine Ahnung, sind jetzt gar nicht mal so schlimm. Es könnte schlimmer sein, ehrlich gesagt. Ja. Es ist weniger Unterschied. Ich meine, theoretisch dichten sie besser ab. Ja. Aber grundsätzlich finde ich jetzt so vor der Atemproblematik, finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Vielleicht bekommst du ein bisschen weniger Sauerstoff und ich sage jetzt mal, wenn du wirklich jetzt was Anstrengendes arbeitest, also du arbeitest am Bau oder du arbeitest irgendwo in der Werkstatt oder wo auch immer, dann stelle ich mir das echt anstrengend vor, wenn du dann vielleicht wirklich Arbeitskollegen hast und du musst da permanent deine Maske tragen. Das stelle ich mir halt anstrengend vor, weil FFP2 dann nochmal mehr besser abdichtet und du bekommst nochmal ein bisschen weniger Luft. Aber grundsätzlich, vor allem für Einkäufe und so weiter und so fort, finde ich jetzt FFP2 komplett fein. So, persönlich einfach nur. Die Umstellung generell vielleicht fraglich, weil ich denke mir, ich schleudere meine Bakterien ja doch nicht wirklich raus aus der normalen Maske oder doch? Ich meine, das ist genau meine Frage jetzt. Also das weiß ich nicht. Hilft die normale Maske dann wirklich gar nichts oder wie funktioniert das? Wieso haben wir sie dann überhaupt getragen? Diese Frage stellen sich natürlich viele Menschen. Ja? Und ich bin jetzt nur da und stelle auch diese Frage. Das ist natürlich gigasmart. Ja? Natürlich, oh Bernie, du sagst was, was ich mir auch schon immer gedacht habe. Aber. Na, eigentlich habe ich kein Aber. Ich habe einfach kein Aber. Ich möchte nur sagen, ich finde es halt okay. Also ich habe letztens so ein bisschen schon FFP2 umgehabt. Und ich finde es nicht schlimm. Also, man bekommt genauso noch Luft. Das ist alles fein auf eine eigene Art und Weise. Nur generell die Umstellung finde ich noch fragig. Ja, grundsätzlich gibt es zu FFP2 gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Aber ich möchte generell noch ein bisschen über die Situation reden und die Impfbereitschaft. Viele Menschen regen sich ja auf, so, ja, wenn Österreich so eine geringe Impfbereitschaft hat, na, dann wird die Situation sich nie ändern. Ja, aber du kannst es ihnen ja auch nicht verübeln, ja. Also, du musst immer denken, es ist halt irgendwas, was kaum getestet wurde und echt nicht lang entwickelt wurde. Ich kann jetzt auch sagen, ja, setze ich mich jetzt 10 Tage in meinen Keller, mache irgendeine Flüssigkeit, die nach irgendwas riecht oder so, keine Ahnung. Und dann, ja, und dann sage ich, es ist ein Impfstoff. Und dann dann haue ich den in zu viele Menschen rein, dass es schlimm ist. Keine Ahnung. Vielleicht nehmen wir sie ins Team, aber ich glaube nicht. Dann sehen wir, das sind. Jo. Es ist halt beides. Man muss beides verstehen können als Mensch irgendwo. Einerseits verstehe ich. Du willst nicht irgendwas Ungetestetes einfach reinspritzen. Und ich verstehe das. Ja, das ist was Unbekanntes. Und es gibt dann schon genug normale Impfgegner, sage ich jetzt mal, die auch sich nicht gegen eine Grippe impfen lassen würden oder so. Ich meine. Sorry. Einige fragen sich dann,
Ja, aber wieso? Das genau finde ich weird. Ja, irgendwo habt ihr dann recht. Ja. Aber andererseits, es gibt halt Menschen, bei denen schlägt die Impfung wirklich nicht so gut an. Da sind die Nebenwirkungen größer als die Wirkung und sie haben dann trotzdem die Grippe zum Beispiel. Ich meine, ich kenne jetzt gar keinen Menschen, wo das wirklich zutrifft, aber scheinbar soll es das halt geben. Und ich glaube das halt schon, weil sonst wird es nicht so viele normale Krimpf. Ich lasse mich krimpfen. Das ist einfach jetzt die Kombination aus Grippe und Impfen. Aber ohne Grund wird es ja nicht so viele Grippe-Impfung-Gegner geben. Also es hat ja alles immer so durchaus so eine gewisse Berechtigung. Hätte ich so gesagt. Ja, ist halt schwer zu sagen, was wirklich jetzt gut ist und was nicht. Leute, ihr habt das hier gehört von diesen 23 Menschen, die scheinbar ja umgekommen sind in Norwegen. Aber falls das stimmt, dann waren das trotzdem eher schon alte, also ältere Risikopatienten. Das macht es nicht weniger wichtig, dass sie sterben. Aber ich denke mir, das ist halt schwer. Wenn du die jetzt vielleicht auf Grippe impfen lassen würdest, dann hätten die vielleicht auch Probleme. Du kannst es halt schwer sagen. Also selbst wenn es stimmen würde. Viele Menschen sagen natürlich, das ist fake, ja. Das ist absichtlich so inszeniert, dass es quasi abbricht dann und ja, dass du dir dann denkst, okay, ja, aufpassen mit der Impfung und so weiter. Du kannst es halt wirklich schwer sagen. Du kannst keinen verübeln, der dafür ist, weil die wollen ja dann nur, dass es wirklich vorbei ist. Du kannst es keinen verübeln, der sagt, okay, ich traue mich eigentlich nicht, mich impfen zu lassen, weil Grund XY muss man auch verstehen irgendwo. Ist was ganz was Neues und damit umzugehen ist, wie gesagt, ganz neu. Ich bin Captain Obvious heute. Ja. Aber ich glaube, ihr wisst schon, auf was ich hinaus will. Mhm. Jetzt können wir das bewegen. Aha, aha, aha. So, runter. Rüber. Ja, fühl ich. Okay. Egal. Ja, Leute. Es dauert eigentlich schon sehr lange, die Situation, und natürlich sind wir Leute, also wir als normalsterbliche Menschen, was heißt angepisst? Wir sind nicht angepisst, wir sind auch nicht, es ist schwer zu sagen tatsächlich, wie es uns gehen sollte jetzt. Also einige sind schon wirklich sauer, die wollen nur mehr raus und wollen einfach auf alles scheißen und sich nur mehr impfen lassen, dass das alles vorbei ist. Verstehe ich. Möchte ich ja, im Prinzip möchte das ja jeder. Nur ist die Frage, zu welchem Preis willst du das? Ja? Also was kann man dafür opfern? Ich würde mich schon quasi dann, sobald es mal für alle zugänglich ist, würde ich mich dann schon auch impfen lassen. So ist es ja nicht. Aber ich verstehe trotzdem auch, dass es teilweise Risiken haben könnte und es ist halt sehr ungewiss, ja. Und ja, man weiß es halt nicht. Dann gibt es halt natürlich die ganzen Verschwörungstheoretiker, die dann so sagen wie, ja, die wollen uns alle nur verarschen. Das ist alles nur irgendwie ein Gift oder das sind Chips drin, die uns dann quasi immer steuern oder die dann zeigen, wo wir sind, unsere Position anzeigen oder die uns dann irgendwann auf Knopfdruck umbringen lassen können oder irgendwas. Aber so, da musst du aufpassen, dass du nicht in eine paranoide Welt für dich selbst geratest. So. Da musst du halt immer aufpassen, was ist mit Fakten belegt und was kann man wirklich so sagen. Ich meine, es wird sicher einiges geheim gehalten von uns. Darunter fallen aber auch viele Sachen, die wirklich jetzt nur dazu da sind, quasi, also die wirklich nur so eingehalten werden, um eine Massenhysterie zu vermeiden. Ja, also es gibt schon gewisse Dinge, die einfach ja absichtlich nicht gesagt werden. Was ich dann auch gewissermaßen verstehen kann. Andere Dinge werden halt vielleicht nicht erzählt, die vielleicht uns zeigen würden, okay, es ist so und so. Du kannst es halt schwer sagen, aber du kannst auch, wie gesagt, auch nicht das Gegenteil behaupten, nur weil du jetzt gerade glaubst, okay, du bist da was Heißen auf der Spur oder du hast ein YouTube-Video gesehen mit oh, Corona ist alles eine Lüge oder sowas. Anstrengend. Anstrengend, über sowas zu reden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil du musst alle Theorien müsstest du wirklich belegen können. Ja, ja. Manchmal würde ich auch gern zur Verschwörungstheorie glauben. Aber da kommst du irgendwo in eine
Du driftest du einfach von der Realität ab. Realität vor allem. Und das ist einfach auf Dauer nicht gut. Also, da kannst du mir sagen, was du willst, aber das sollte man einfach lassen. Oder wie sieht die das so? Ich glaube, euch geht es ähnlich in dieser Hinsicht. Wie ich immer euch sage, dabei schaut mir maximal einer oder zwei zu. Bin traurig. Ah, mittlerweile dauert das Ganze schon ganz schön lang, da bin ich bei euch. Oder bin ich bei jedem. Aber je länger was es dauert, desto mehr war sonst das ganze Maskentragen umsonst. Und ja, aber was ich finde, ja, teilweise fühle ich mich auch verarscht von der Regierung schon. Also man will oft so glauben, man weiß einfach nicht, was man glauben soll. Als Mensch, der nicht. Also es ist komisch, wenn du einerseits hast du irgendwie ein Gefühl, okay, what the fuck, so lange kann das nicht gehen, oder die Leute in der Regierung, die wollen ja auch schon langsam, dass das aufhört. Aber andererseits denkst du dir dann, andererseits, eben, sie wollen ja auch, dass es aufhört, und sie müssen sich ja auch an alles genauso halten. Und warum sollten die das, das kann ihnen ja keinen Spaß machen quasi, dass sie das so aufrechterhalten. Also es ist schwer, dass man, finde ich, wirklich objektiv denkt und sich wirklich denkt, okay, was ist jetzt so, was ist nicht so. Also, ja. Substitute. Grundsätzlich erstmal nichts glauben, das nicht belegt ist, natürlich. Aber im Prinzip sind auch sehr viele Sachen, die die Politiker sagen, nicht belegt. Ja, ja, blind irgendwas glauben, das ist einfach, glaube ich, der Trick, dass man das nicht machen soll. Aber was dann wirklich wahr ist, das weiß man schwierig, ja. Also grundsätzlich wird schon halbwegs wahr sein, das, was die Regierung verzapft. Also ich möchte dann jetzt nicht sagen, okay, wow, die sagen nur Bullshit oder sowas. Aber bei allen kannst du dir halt nicht sicher sein, beziehungsweise es wird sicher Dinge geben, die sind nicht ganz so aufrecht, sage ich jetzt mal. Ja, wie ich schon gesagt habe, es gibt sicher Dinge, die absichtlich ein bisschen milder umschrieben werden, einfach nur um gewisse Dinge zu erreichen. Und was diese gewissen Dinge sind, das weißt du halt schwer. Weil einerseits kannst du wirklich, also können die sagen, okay, wir wollen keine Massenhysterie auslösen. Oder wir wollen jetzt einfach nur, dass keine Corona-Leugner da auf die Wände springen, auf die Mauern springen und dann schreien, okay, die Regierung hat das gelegt, die wollen uns zerstören, also die wollen uns anlügen oder so. Also es gibt sicher viele vernünftige Gründe von der Regierung, dass sie uns Fakten oder Daten nicht sagen, beziehungsweise vielleicht auch noch nicht sagen, weil sie es noch nicht belegt haben. Da gibt es aber sicher auch Sachen, die... Vielleicht gibt es Sachen, die schon aus gewissen Gründen uns nicht erzählt werden. Welche Gründe das sind? Irgendwelche egoistischen Gründe? Man weiß es nicht, ehrlich gesagt. Viele Menschen glauben sowieso, dass Corona der Plan von irgendeiner größeren Organisation war oder sowas. Aber, ja, da driften wir, glaube ich, zu weit ab. Ich glaube, da... Darüber sollten wir ja nicht so reden. Weil da kann sich ja jeder sein eigenes Bild machen quasi. Jeder kann sich ja selbst denken, wow, die Regierung ist korrupt oder weiß ich nicht was. Das ist ja mir eigentlich dann scheißegal. Das ist mir grundsätzlich scheißegal. Aber ich denke mir oft so, man kann es nicht ausschließen. Und falls ich mir so denke, okay, ja, Regierung, die meint es nur gut und die machen wirklich nichts Schlechtes. Und dann werden wir ausgenutzt und ich sage jetzt mal manipuliert. Dann wäre es wirklich so, das wäre halt dann schon gröber, das wäre dann schon wirklich scheiße eigentlich. Ja, das würde ich dann nicht mehr fühlen. Weil dann würde ich mich echt dumm fühlen, wenn das so wäre. Aber gut. Man weiß es nicht. Ich glaube, das Smarteste ist einfach gar nicht so viel darüber nachzudenken, das mal zu fressen. Und je länger das dauert, desto... Mehr wird man natürlich, also ich finde, das ist natürlich, dass man da irgendwie kritischer wird. Immer. Man denkt da einfach dann so, wie viel Sinn macht das eigentlich? Und so weiter und so fort. Wie viel Sinn macht das, dass wir jetzt auf einmal seit Winterbeginn extrem viel härtere Zahlen haben, dass wir jetzt Masken wechseln müssen und dass trotz Impfung, naja,
eigentlich nichts besser ist und so weiter und so fort. Es macht alles schon Sinn irgendwo, aber dann irgendwie nicht. Es ist verwirrend und es ist, glaube ich, eines der anstrengendsten Themen, wirklich smart und offen, ohne irgendwie voreingenommen zu sein von irgendwas, von der vernünftigen und von der unvernünftigen Lösung, sage ich jetzt mal. Schwer darüber nachzudenken, ohne dass du wirklich voreingenommen bist. Aber was mich nervt, mich nervt generell viel, aber ja, mittlerweile habe ich mich tatsächlich sogar schon daran gewöhnt. Solange man sich ein bisschen trotzdem mit seinen Freunden trifft, ist das jetzt gar nicht so hardcore schwer, ehrlich gesagt. Ist natürlich trotzdem besser, wenn man jetzt fortgehen könnte und wenn es alles geben würde, ganz normal. Das ist auch klar. Und ja. Ich hätte gesagt, wir machen den Kampf noch fertig, aber andererseits, ich nehme sowieso noch eine Folge auf, also eigentlich egal. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die nächste Folge wird dann wieder nicht so spannend, oder je nachdem. Ihr könnt auch vielleicht denken, spannender, weil es geht um ein bisschen so einen Konsolenvergleich. Und dann vielleicht so um ein paar Serien, die ich schaue. Nur ein bisschen, ist ein bisschen ein oberflächlicher Talk, ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssikowski, danke fürs Einschalten. Ciao.